Liebe Modellbahner, herzlich willkommen zu einer neuen Reihe Dioramenbau. In dieser Folge werde ich Ihnen einige neue Sachen zeigen, unter anderem zwei sehr schöne Sachen von Noch, wie man sie in einem Diorama umsetzt oder direkt auf Ihrer Anlage präsentiert. Dazu zeige ich Ihnen schon mal die Verpackung. Wir haben hier, ich zeige es Ihnen noch mal ein bisschen besser, genau so können Sie es prima sehen. Das ist die erste Ausgrabungsstätte mit dem T-Rex. Dann haben wir ebenfalls auf dem Diorama diese. Das ist am Hügel. Das ist das, wie erinnert sich das? Genau, das Hügelgrab von Noch. So können Sie es vielleicht auch besser sehen. Passend dazu, das kommt etwas später, haben wir die entsprechenden Figuren, die man dann später auf dieses Diorama draufsetzen kann und es natürlich zusätzlich beleben kann. Dieses Diorama, was wir heute oder was ich Ihnen heute bauen werde und somit Sie dabei sein können, wie das Ganze umgesetzt wird, kann auf zwei Dingen passieren. Entweder, wie schon gesagt, auf Ihrer Anlage. Das Ganze kann als kleines Diorama für den Schreibtisch, für das Sideboard oder wie auch immer dargestellt und hergestellt werden. Sie können es hier mit Hilfe dieser Hartschaumplatte erstellen. Das vereinfacht viele Dinge, unter anderem auch, dass man die entsprechenden Teile der Firma Noch hier mit einsetzt oder einfach nur draufsetzt. Das wäre dann der Fall, wenn Sie das Ganze auf Ihrer Anlage bauen möchten. Das heißt, kleine Unebenheiten werden nachher mit entsprechenden Acrylpasten ausgeglichen. Das ist auch kein Problem. Diese beiden Sachen möchte ich Ihnen zeigen. Ein dieser Teile wird eingepasst in dieser Hartschaumplatte. Der andere Teil wird einfach nur aufgesetzt und drumherum aufgefüllt. Natürlich können Sie auch jede handelsübliche Sperrholzplatte nehmen. Entspricht im Prinzip dann dem Prinzip auch, wie es auf Ihrer Anlage einzubauen wäre. So, packen wir das Ganze mal aus. Ich gehe da nochmal mit rüber auf die Nahkamera. Hier haben wir, wie gesagt, die Verpackung. Wir nehmen zuerst mal das T-Rex. Das T-Rex-Diorama raus. So, das ist es. Ich zeige es nochmal direkt, damit Sie es besser sehen können. Das bauen wir jetzt ein. So, da haben wir nun das wunderschöne Teil. Legen es hier auf. Ich ziehe es nochmal ein bisschen zurück. So kann man sehen, perfekt. Dann schneide ich am Rand und markiere es gleichzeitig. Bei diesem Hartschaum braucht man nicht sehr tief schneiden. Kleine Schnitte reichen. Dient einfach zur Orientierung. So, und wie einfach das geht, wir nehmen einfach mal das, was eigentlich jeder zu Hause hat. Das ist ein Eisstiel. Ja, und man kann einfach den Hartschaum hier ohne viel Mühe herausschneiden. Beziehungsweise einfach hier rausraspeln, ohne dass man schweres Gerät nehmen muss. Man kann es natürlich auch mit diesem Hobbyschaber, den halte ich gerade mal ins Bild der Kamera rein. Er ist ein bisschen verdreckt, aber so sehen alle Hilfsmittel auch bei Ihnen wahrscheinlich zu Hause aus. So, dieser Hartschaumschaber, den können Sie wie alle anderen Produkte, am Ende wird eine Liste aufgeführt, dort können Sie alle Artikel denn noch sehen und dann auch bestellen. Sie sehen, ich gehe nochmal wieder auf die Nahkamera über. Das ist rausgeschabt worden. Also es geht mit diesen Hartschaumplatten deutlich schneller als mit jedem anderen Untergrundmaterial, ob Styrodur ist oder sonstiges, wo man jetzt mit dem Messer das Styrodur malträtieren müsste. Also hier, es geht super einfach. Das Ganze lege ich hier mal oben drauf, nur damit Sie sehen, wie viel schon rausgeraspelt wurde. Den Rest machen wir auch mal hier mit. So.
So, hier kann man bereits sehen, dass der Untergrund ausgeschabt wurde. Wenn man gewisse Sachen noch glätten will, kann man das wunderbar mit dem Finger machen. Man braucht kein Schleifpapier. So sieht der Finger nachher aus. Das fügen wir wieder hinzu. Ich zeige es nochmal in der Nahkamera. So ist es erstmal im Groben ausgearbeitet. Ja, so kann man es gut sehen. Ja, gut. Auch nochmal für die Nahkamera. Wir setzen noch jetzt dieses Teil ein. Es ist genügend Platz links und rechts und oben vorhanden. Das füllen wir gleich. Das zeige ich gleich, wie es geht. So, für diesen Zweck nehmen wir eine Acrylmasse. Auch da zeige ich es nochmal direkt in die Nahkamera. Dieses ist, wie gesagt, eine Acrylmasse mit einem Erdton, sehr weich zu verstreichen. Und damit kann man diese ganzen Risse, Füllungen, Ecken, Kanten auffüllen. Man kann dieses Material für alle Sachen nutzen, für den Erduntergrund zur Gestaltung. Man kann in dem nassen Zustand auch gleich Erdpulver, andere Turf-Sorten einfach hinzufügen. Ja. So, dafür einen handelsüblichen Pinsel nehmen. Soll nicht der teuerste sein, brauche auch nicht. So, wir tragen jetzt mal am Beispiel, zeige ich Ihnen mal anhand der einen Seite jetzt hier, dass die Paste aufgetragen wird. Sie wird in der Regel nicht gestrichen, sondern einfach nur eingetupft. Diese Paste kann in diesem nassen Zustand beliebig hoch aufgetragen werden. Natürlich umso höher, umso mehr Trocknungszeit hat diese Paste. In diesem Zustand kann in diese Paste, wie eingangs bemerkt, schon Erde, Sand, alle Turfsorten und so weiter hinzugefügt werden. Und es ist kein zusätzlicher Kleber nötig, da diese Acrylmasse auch, wie gesagt, Graspollen, Erde, Sand und so weiter mit verklebt. So, die Ausgrabungsstätte hat ihre Erdpaste bekommen. Man sieht es. Noch der ganze feuchte Charakter ist gut auch hier in dem Licht noch zu sehen. Ich drehe es noch mal ein bisschen. Das, was hell jetzt auf dem Teil ist, ist schon die erste aufgebrachte Erde. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt auf dem Tisch. Zwei Erden oder Erdmaterialien, in diesem Fall Parabraunerde der Firma Minitec, steht uns hier zur Verfügung. Das ist einmal die feine Erde und einmal etwas grobe Erde. Die kann in das feuchte Material oder auf das feuchte Material sofort aufgebracht werden. Man kann es mit einem Löffel machen oder wie ich jetzt hier gerade direkt aus dem Döschen entnommen werden und aufgetupft werden. Hier nochmal die feine Erde zum Kontrast. Die Erde geht mit dieser Acrylmasse gleich eine Verbindung ein. Alle Artikel, keine Sorge, Sie müssen nichts mitschreiben. Alle Artikel werden am Ende nochmal eingeblendet, die verwendet wurden. Überschüssige Erde kann entweder abgesaugt werden oder wie von diesem Diorama einfach abgestoßen werden. Wobei ich möchte Sie jetzt nicht mit lauten Staubsaugergeräuschen nerven. So, aber es ist, das meiste ist jetzt eine Verbindung mit dieser Acrylmasse bereits eingegangen. Wir können jetzt darüber gehen und die ersten Grasbüsche sogar schon platzieren. Das zeige ich mal in der Kamera. Das sind die Grasbüsche von Lars Oppenhof. Auch die werden nachher am Ende eingeblendet. Diese Grasbüsche können einfach von dem Trägermaterial mit einer Pinzette entfernt werden und in die nasse Acrylmasse aufgebracht werden. Wie macht man das? Das zeige ich auch nochmal hier. Ich nehme mal ein bisschen was weg. Man kann, so, hier sieht man das, yep. So, man kann einfach die Grasbüschel so von der Trägerplatte runternehmen. Hier ist das immer auf weißem Untergrund, sieht man es besser, jawohl. So, und kann dann so in die entsprechende Masse eingebracht werden. Wo setze ich die her? Sie brauchen keinen Klebstoff, Sie nehmen einfach die entsprechenden Grasbüschel herunter und setzen die in die Masse. Kurz antippen, fertig.
sehr praktisch. Man kann auch etwas größere Flächen entnehmen von dieser Folie. Setzt die ein und etwas andrücken, aber wirklich nur etwas. So, sowas passiert natürlich auch, wenn man nicht aufpasst. Aber kein Problem, Acrylmassen auch vielleicht als Frage, kann man den Pinsel wieder reinigen. Klar, geht mit lauwarmem Wasser, einfach auswaschen. Er wird nicht optisch neu, aber er wird jedenfalls wieder sauber und ist wieder gebrauchsbereit. Ja. Genauso natürlich auch Ihre Hand. So, die Grasbüschel platzieren wir einfach jetzt mal ein paar. Setzen Sie möglichst keine Reihe mit so alle 3 cm, alle 5 cm. Alles so, wie es Ihnen gerade passt. So platzieren Sie den Grasbüschel einfach in der Erde. Wir können auch ein bisschen mehr herunterziehen. Das zeige ich mal gerade. So. So sieht das aus, wenn man mit der Pinzette etwas mehr herunterschiebt. Das gleiche Prinzip, einfach in die entsprechende Masse. So, aufpassen. Einfach auflegen und leicht andrücken. Kein Kleber. Und sobald die Masse getrocknet ist, sind auch die Grasbüschel mit dem Untergrund verklebt. Es wurde etwas Gras gepflanzt. Jetzt halte ich das mal ein bisschen höher. Schauen Sie mal rein. Bringe es aber auch noch mal rüber zur anderen Kamera. Hier sieht man es wahrscheinlich etwas besser. Und man sieht hier hinten immer noch, ist noch sehr feucht. Also hier kann auch was gepflanzt werden. Wird auch gleich gepflanzt. Auch im vorderen Bereich ist immer noch Feuchtigkeit im Erdboden. Da werden gleich jetzt hellere Fasern nochmal aufgebracht. Diese Fasern sind von Lars Optenhof, Senry. Alles am Ende, wie auch vorhin schon gesagt. Das nochmal gezeigt, welche Artikelnummern es sind. Auch hier nochmal kleine helle Punkte. Die setze ich jetzt mal ein bisschen schneller und fixer. Helle Grasbüschel, die sind im Prinzip im Ton Herbst. Kann man separieren oder einfach nur als kleinen Busch einem anderen Buschzweig hier hinzufügen. Gibt mehr Farbe in die Grasfläche. Und natürlich auch nicht vergessen, direkt auf den gestalteten Übergang. So sieht man von der Grundfläche kaum noch etwas. So. Essensbesteck wollte ich gerade sagen, Besteck säubern. Jetzt gucken wir mal. Hier sieht man, ich gehe mal mit den Fingern drauf, hier sind die kleinen und kürzeren, helleren Fasern aus dem Bereich Frühherbst, glaube ich, war es. Und hier vorne auch sind sie dem Ganzen beigefügt worden. Gut. So, noch ein paar wenige Fasern füge ich noch hinzu. Dann können wir auch schon die ersten kleinen Bäumchen stecken. Und Sie sehen, das dauert nicht lange. Es ist auch kein großes Hexenwerk dahinter, was sich dahinter verbirgt. Das ist einfach nur, man muss nur wissen, welche Produkte man verarbeitet, wie man sie verarbeitet. Und in diesem Fall sollte man sie relativ zügig verarbeiten, damit man eben diese Grund- und die Grundnässe des Acryls nutzen kann. Ja, weil nichts ist lästiger als jeden Grasbüschel hier noch mit einem Kleber noch zu benässen. Muss nicht sein. In diesem Fall super Idee von diesen Acrylsachen, die einfach für diese Art und Weise so zu nutzen. Diese Acrylpasten von AK Interactive gibt es auch in einem Muddy Ground, halte ich in die Kamera. Wenn Sie es lieber matschiger wollen, dann ist das die Alternative. Wollen Sie es lieber heller, zum Beispiel für Wüste, da sprechen wir die Freunde des Militäris an, die gerne diese Modellbausachen ebenfalls nutzen, kommen auch aus diesem Bereich.
Das ist der Bereich Light Earth, so helle Erde. Alles die gleiche Paste, andere Farbe. Sie können auch diese Paste wunderbar mit Wasser einfach verdünnen. Ich würde es nicht in diesen Becher machen. Ich würde mir einen Teil dieser Erde aus dem Becher entnehmen, in einen extra Becher, Trinkgefäß, Joghurtbecher etc. Und dann etwas Wasser hinzugeben, rühren und dann auftragen. Klebkraft bleibt die gleiche, ist also nicht eingeschränkt dadurch. Dient auch wunderbar für Baumrohlinge, um sie zu bestreichen. Aber jetzt wollen wir nicht so weit rausgehen. Der nächste Bereich, Baum, sind junge Bäume. Ich zeige es nochmal in die Nahkamera, damit Sie es besser sehen können. Hoffentlich spiegelt es sich nicht zu sehr. So, von der Firma Faller. Ja, da hat sich einiges getan bei der Firma. Die haben einiges an neuen Grünmaterialien dieses Jahr herausgebracht. Diese jungen Bäume sind nur ein Teil des späteren Hintergrunds. Sie können einfach diese Bäume vorsichtig herausnehmen. Auch da gehe ich nochmal zur Kamera rüber, die das Ganze von nah aufnimmt. Einzeln sehen die manchmal wenig spektakulär aus. Hier können wir es einfach in den Hartschaum stecken und das Ganze ist fertig. Am besten flankieren Sie das Ganze mit 2, 3. In der Modellbauszene hat sich das so ein bisschen eigentlich herausgearbeitet oder eigentlich normalisiert, dass man eigentlich immer ungerade Zahlen verwenden sollte. Die Wirkung ist dadurch deutlich besser, als wenn man 2 nebeneinander flankiert. So, wie das Ganze schon mal aussieht, zeige ich auch wieder vom Nahen. Erstmal so. Und jetzt in die Nahkamera zeige ich es Ihnen auch mal. Und versuche es mal langsam zu drehen, damit das richtig erfasst wird. Sie haben gesehen, was bislang verwendet wurde. Es sind nicht viele Materialien und vor allen Dingen es sind Materialien, die Sie bei jedem anderen Diorama, bei jeder Baustelle auf Ihrer Anlage wieder verwenden können. Also nichts, was einmal benutzt wird und wieder in die Tonne geht, außer vielleicht jetzt, gut, okay, diese Dinosaurier-Ausgrabestelle, die werden Sie sicherlich nur einmal benutzen. Oder ähnliche Ausgrabungsstellen gibt es auch noch von der Firma noch, wie wir später sehen werden. Und die können Sie natürlich auch gruppiert zusammensetzen und kriegen da ein schönes Erscheinungsbild raus. Also wie gesagt, viele Artikel sind es nicht. Alle werden nochmal aufgelistet am Ende der Sendung und dann geht es weiter.